Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcam. Und ihr seht schon, hier steht ein Buch. L-Punkt. Ja gut, das Buch hätte gereicht, glaube ich. Aber ich habe so Bock momentan auf dieses Projekt. Das ist so gut einfach. Hast du auch Bock? Dann abonnier doch mal und like das Video. Das ist ja das Mindeste, was du tun kannst. Und ich muss, bevor ich das Buch lese, muss ich kurz zu den Kühen und mir ein Liter Milch holen, weil ich will nicht mit Bad Omen ins Dorf rennen. Aber wir haben auch richtig viel vor. Ich möchte einen Verkaufsstand bauen. Ich möchte den Calimero ehren. Ich möchte für den Kroko was machen und gucken, was im Buch ist. Der geehrte Herr Lasirando. Wie ich gehört habe, gibt es die Möglichkeit, bei Ihnen Essen gegen eine kleine Spende zu bekommen. Da ich aber nicht aus der Gegend bin, wäre es schön, wenn Sie mir das Essen liefern könnten. Ich bestelle ein kühles Blondes sowie ein Drei-Gänge-Menü. Gerne mit ofenfrischen Petersilienkartoffeln und anderen Köstlichkeiten. Ich lasse mich überraschen. Bitte liefern Sie es zu meiner Adresse. Mit hungrigen Grüßen, Lucien. Ja, das kriegen wir doch hin, ne? Da brauchen wir erstmal ein Gefährt. Ich sollte, glaube ich, mein Bett kaputt machen, wenn ich mich hinlege. Tut mir leid, es stand daneben. Gut, ein Gefährt. Gut, dass wir einen Sattel und ein Namensschild haben. Und bei Noah stand doch noch ein Amboss. Lass uns den mal gerade gönnen, weil Noah ist ja leider gestorben. Hallo, Pferd. Warte, ich komme. Au. Ah. No. Na, hab mich lieb, ja? Pferd. First try? Okay. Ja, nice. Jetzt hat der aber... Jetzt kann der noch nicht transportieren, ne? Wir brauchen noch so eine Rüstung, glaube ich, damit der Slots bekommt, ne? Ja, nice. Dann mal direkt mit dem Pferd. Ab. Oh. Ich glaube, das Pferd ist nicht das schnellste oder beste. Sag mal, Pferd, kommst. Oder ist das wegen dem Wasserloch? Warte mal, warte mal, warte mal. Anlauf nehmen. Oh, nee. Warte. Echt jetzt? Kommst du... Egal, mein stattliches Ross ist halt ein Lastenpferd und hat Zeit. Ich glaube, ich habe das langsamste Pferd der Welt erwischt. Das ist, ja... Ich bin mit Sprinten schneller. So, der Amboss. Wir nennen es mal Laufbursche, ne? Finde ich ganz gut, Laufbursche. So, Laufbursche. Finde ich super von dir. Auch wenn du jetzt nicht das schnellste Pferd bist, aber... Warte mal, eigentlich sind wir doch mal ganz ehrlich... Wird nicht mehr gebraucht, nehme ich mit. Die fürchterliche Rache hat dich heimgesucht. Nicht das, was Bubu getan hat, wirst schon sehen. Okay, was auch immer das ist. Auf jeden Fall hängt es vielleicht mit dem Orbit da zusammen. Aber während wir darauf warten, dass ein Stack Kartoffeln gebrutzelt wird, dass Sonntagsfleisch gebrutzelt wird und wir ein schönes Paket für den Lucien zusammenstellen, bauen wir mal unseren Verkaufsstand. Irgendjemand hat hier die riesen Tigerfichten gefällt, ohne sie nachzupflanzen. Das finde ich nicht gut, weil ich brauche gerade Fichtenholz für den Verkaufsstand. Nee, so geht das nicht, Leute. So nicht, meine Freunde. So, die Verkaufsstände machen wir hier an die Straße, ne? So ganz easy. Und das optische Highlight wird sein, dass wir das auch wirklich anpflanzen, was wir verkaufen. Also wir brauchen quasi 1, 2, 3 hier. Dann brauchen wir Erde. 1, 2, 3 da. So. Jetzt machen wir hier Falltüren hin. Dann machen wir Zaun, Zaun, Zaun. Zaun, Zaun, Zaun. Und auch noch Falltüren oben drüber. Es gibt keine Bäume, die ich lieber fälle als diese hier. Das ist so einfach und so angenehm. So, jetzt muss ich irgendwie die Falltüren noch da drauf kriegen. Vielleicht sollte ich an der Seite Eichenholz-Falltür nehmen, damit es nicht so Fichte brutal ist irgendwie. So, das ist doch viel schöner, ne? Jetzt baue ich denselben Kram quasi nochmal hier, wo wir dann aber nichts anpflanzen, sondern Rahmen hinhängen mit Fleisch und Diversitäten. Die haben das Feld wieder aufgebaut. Das sieht schön aus, aber die haben das Feld wieder aufgebaut. Frechheit! Ich habe einen Plan. Einen Kürbis nehme ich mir mit. Oder zwei. Aber... Ich habe einen Plan. Warte, das nehme ich auch noch mit hier. Ich suche gerade nur ein Schwein und ein Huhn. Das ist ganz schön bunt hier. Aber nicht ohne, muss man sagen. Mann, es gestaltet sich tatsächlich schwieriger als gedacht, einen Huhn zu finden. Huhn? Ist hier ein Huhn? Oh, Hühnchen! Dankeschön. Danke. So, jetzt kann ich nach Hause. Warte, ich glaube, ich bin schneller, wenn ich hier ins Portal springe und bei mir dann wieder Dingens. Dankeschön. So, einmal Amboss kurz hier hingestellt. Ich würde nämlich gerne das Steak
Sonntagsbraten nennen. Finde ich irgendwie geil, einen Sonntagsbraten. So, jetzt muss nämlich hier noch Schwein rein und das Huhn. Dann haben wir hier eigentlich auch alles drin. Jetzt muss ich mir nur noch die Preise überlegen. Und da ich da gerade keine Ahnung habe, mache ich nochmal hier Verkaufsstand coming soon. Vielleicht habt ihr Ideen für Preise. Ich dachte jetzt an Eisen, was ich dann irgendwo wieder vertraden kann. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Na egal, wir warten mal ab. Jetzt stehen die Verkaufsstände schon mal. So, den Sonntagsbraten, ein Stack Süßbären, ein Stack Ofenkartoffeln. Dann würde ich, glaube ich, gerne 10 Brote dazu packen. Ein Stack rote Beete. Ich hätte eigentlich noch gerne Goldkarotte irgendwie dazu. Aber ja gut, ich glaube, das reicht, ne? So reicht doch erstmal. Das kann man doch so machen. Das ist ja schon viel zu essen, ne? Ich meine, geht klar. Muss ich nur noch, das Buch darf ich nicht mehr umschreiben, ne? Das hat der signiert. Ja, okay, dann packe ich das mal gerade hier in die Prüllkiste und mach mal selber ein Buch. Und Tintenbeutel. Tintenfische! Da war doch einer. Hier, gib mir deinen Sack! Yeah, dankeschön. Mehr wollte ich nicht. Buch, Tintenbeutel, Feder. Dann können wir das schon mal mitnehmen. Das müssen wir auch mitnehmen. Ich muss unbedingt mein Inventar mal leer räumen, ne? So, warte, jetzt nehmen wir das schon mal alles mit hier. Ich tue extra mal alles runter, damit ich mich auch ja nicht vertue. Ein Eimer Milch und den nennen wir einfach mal Kaffeesahne. So was richtig Ekliges. Voll geil, Kaffeesahne. Sonntagsbraten, Kaffeesahne. Das Brot mit 2D Paderborner. Die Süßbeeren nennen wir einfach Beerenmix. Nennen wir den rote Beete ist rote Beete, ne? So, das kriegt keinen Namen. Und die hier nennen wir Petersilienkartoffel. Ist das richtig geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann machen wir uns mal 1800 und minus 765. Das ist weit. Das ist echt weit. Holy! Jetzt haben wir das Paket zusammengestellt. Ich würde aber gerne vorher mich nochmal um das Feld da hinten kümmern. Das, was nicht angebaut werden können soll, dürfen eigentlich. Und das ist ganz einfach. Ich hoffe, das Netherrack reicht. Und ich wollte ganz schnell noch was anderes machen. So viele Baustellen! Ich wollte kurz gucken, ob ich... Warte, ich muss noch Bücher machen. Federfall auf meine Schuhe kriege, weil ich so oft mit Glück irgendwo vorbeispringe. Oh, keins, keins und keins. Ah! Müssen wir es gerade so machen? Der Federfall, schusssicher. Oh, kein Federfall. Warte hier. Ein Rüstungsteil habe ich noch. Okay. Oh, Federfall ist draufgekommen bei Schutz 1. Oh, habe ich ein Glück. Oh, habe ich ein Glück. Gut, ich hau das Feld schon mal weg, ne? Jetzt habe ich das Feld nicht nur abgerissen, sondern komplett durch Netherrack ersetzt. Und jetzt machen wir einfach... Ich glaube, das reicht als Statement, ne? Das reicht. Das reicht. Mehr brauchen wir gar nicht zu tun. Okay, ich brauche noch ein paar Feuerzeuge. Och, nö, drei weitere Feuerzeuge und das Ding... Oh mein Gott, meine Frames gehen einfach voll in den Keller. Okay, ich werde ja irgendwo noch Kies auftreiben für noch zwei Feuerzeuge oder so. Hier haben wir doch noch ein bisschen Kies. So, zwei Feuerzeuge sollten reichen. Oh, war auch direkt ein Feuerstein dabei. Nice. Nein, nein, nö, nope, nix ist. Denkst du dir nicht aus? Nothing. Keine Ahnung mehr. Ich habe eine Diaspitzhacke verballert und 5 Feuerzeuge. Also wenn das nicht reicht, als Verständnis, das Nahrungsmittel nur bei Lars. Das war kein Spaß. Das halbe Dorf brennt einfach. Keine Seerosenblätter kaputt machen. Und jetzt ab zu Lucien unsere Lieferung mit Sonntagsbraten abliefern. Auch ein nicer Berg, ne? Alter, das sieht ja aus wie aus Herr der Ringe. Was ist denn mit der Weltengenerierung hier passiert? Ich kann euch den Seed nicht sagen, ich kenne ihn selber nicht. Oh, circa da müsste er gebaut haben. Echt jetzt? Da oben? Da oben? Da oben, oder? Was zum Teufel. Ultra krank generiertes Dorf. Guck mal hier, ich glaube hier oben, ne? Ich glaube, das hier ist, finde ich irgendwo ein Hint, dass das Lucien ist, aber das sind auf jeden Fall die Koordinaten, deswegen denke ich, ist okay. Können wir hier hinstellen. Liebe Grüße vom Warden.
Nett. Warte. Okay, pass auf. Ich stell's mal hier hin. Lieber Lucien, die erste Lieferung ist immer gratis und beinhaltet ein Probepaket. Inhalt: ein Sonntagsbraten, eine Kaffeesahne, eine Ladung Karotten, eine Ladung rote Beete, eine Ladung Petersilienkartoffeln, 10 Paderborner, eine Ladung Beerenmix. In Zukunft bieten wir ein fleischloses Paket an. Fleisch ist etwas Edles und sollte nur zu besonderen Anlässen verzehrt werden. Darum sind die Fleischpreise auch exorbitant. Fleischloses Paket kostet 27 Eisen. Das Fleischpaket kostet ein Netherite-Bachen. Mit freundlichen Grüßen, Lars, der Ernährer. Und jetzt müssen wir gerade gucken, wo eine Werkbank ist, weil ich muss noch eine Truhe hier hinstellen. Da, da. Der Sonntagsbraten, die Kaffeesahne. Das hat er jetzt alles völlig umsonst bekommen. Und wir haben eine weite Reise beschritten. Das ist so lebensgefährlich hier. Wenn hier eine Ziege spawnt, bist du einfach tot. Damit uns das nicht widerfährt, logge ich jetzt aus, bin raus. Du kannst das Video liken, den Kanal abonnieren, falls du dich immer noch nicht entschieden hast, es zu tun. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V.